So, und willkommen zurück zu The Inner World. Ja, wir haben ja letztens einen Sturzflug hier in den Wurzelwald gemacht. Und haben auch erfahren, dass Conroy uns angelogen hat. Und jetzt suchen wir einen Weg. Was war denn das für ein Ton? Jetzt suchen wir einen Weg, um hier durchzukommen, durch die Fallen. Ich habe mir auch eine kleine Information geholt. Beziehungsweise einen Plan gemacht, wie es jetzt hier weitergeht. Zumindest für eine Sache bist du gut. Conroy wird wieder missbraucht. Für einen. Für einen. Don. Was? Für einen Donnenzweig. So, den stecken wir dann hier rein. So, Falle präpariert. Die Wollmaus kann kommen. So, jetzt kann das kleine süße Wollmäuschen kommen. Ja. Weiter habe ich jetzt nicht geguckt. Mal schauen, was wir jetzt noch machen Meine können. Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Nichts Brauchbares mehr. Kann ich mir den Helm aufziehen? Nö. Ich hätte ja so gedacht, da die Baumfrüchte da auf den Kopf fallen. Warum sollte ich das tun? Das weiß ich auch nicht. Wir wollen erstmal die Wollmaus da runter. Oh. Oh, wie knuffig. Guckt mal. Ein kleines Wattebällchen. So. Ja. Was jetzt? Wir haben so eine Handpuppe, ein Minzbonbon. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht, du kannst ja Das irgendwas. mache ich nicht. Gut festhalten. Was? Was ist das denn? Oh, du arme Wollmaus. Was ich mit dir anstelle. Gepolsterter Trichterhelm. Ist das jetzt gepolstert? Kann ich den jetzt aufsetzen? Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Leck mich doch. Warum so? Da oben hängen riesige Früchte. Kannst du den dir aufziehen? Oh. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Hoffentlich sieht mich Laura nicht. Was denn? Das siehst du eigentlich ganz süß aus. Machen wir hier mal eine Rundshow, wie du aussiehst? Sieht doch perfekt aus. Topmodel 2013. Unsere Flötennase. Sonst können wir bestimmt auch den Baum treten. Yippie! Boing. Oh. Jetzt ist die Wollmaus Tapferer weg. Helm, du hast deine Schuldigkeit getan. Das war die Wollmaus, die die Schuldigkeit hier getan hat. So. Wo ist denn jetzt unser Helm hin? Der hat ihn doch gerade in die Hose gesteckt. Apropos in seine Hose, was passt da alles rein? Was zur Hölle? So, was können wir jetzt machen? Können wir die Baumfrucht da rumwerfen? Mist, sie rutscht mir aus den Fingern. So Oh. kann ich sie nicht werfen. Ich bin ja richtig stark. Sie rutscht aus den Fingern im Moorbaden. Das wird nicht klappen. Warum nicht? Wäre doch eigentlich ein guter Plan gewesen. Krallen? Halt, ich kann seine Krallen antippen. Magst du das haben? Mensch, heute kommen wir ja voran, bis es geht nicht mehr. Oh, eine Bowlingkugel. Okay. Komm schon. Alle Neune jetzt. Alle Neune. Den Alle Fallen Neune! habe ich es gezeigt. Och nein. Wir hängen. Kannst du mir das erklären? Ich habe die Fallen entschärft. Das habe ich wirklich. Oh. Ab nach oben. Wohin kommen wir denn jetzt? Oh, die Wollmaus. Die haben wir leider verloren.
Wer da? Ich wollte nur... Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Bitte tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich. Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Conroy hat immer zu mir gesagt... Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann! Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize. Aber das ist bestimmt schon eine Stunde her. Oh, du wirst super. Schon noch reden. Hey, Flötennase. Keine Sorge, ich hol dich da runter. Was zur Hölle? Das erzieht sich ja der Junge. Was war das? Lebend? Okay, ja, lebend. Solange Robert gefangen ist, spielst du Laura. Ey, wir dürfen Laura spielen. Okay. So. Wir haben eine kleine Dose und ein Minzbonbon. Und ein Pfeil. Er steckt zu fest. Okay, wir haben keinen Pfeil. Ernsthaft? Ernsthaft? Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Was könnte ich denn alles machen? Ist irgendwie eine... Option? Wo man alle... Zeichen sehen könnte? Klicke und halte... Oh. Ja, das wurde uns am Anfang gesagt und ich habe mal wieder nicht hingehört. So. So. Wir können das da unten nehmen. Okay. Zum Wollrand. Okay, ich glaube, das bringt jetzt nichts. Ja, ich glaube, solange wir hier hängen, können wir nichts anstellen. Ein Hörrohr. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört doch eigentlich an einen Plattenspieler. Leider zu weit weg. Ach so, der hört damit. Oh je. Was ist das hier? Moos? Ich komme nicht ran. Ohne Moos nichts los. Ich komme nicht ran. Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal wieder hier runter. So, zum Baumhaus in den Wald. Ich glaube mal, hier gibt's nichts mehr, oder? Nein. Nein. Nein, halt, in den Wald. In den Wald mit dir, Laura. Gott, was ist das denn hier? Komische Typen. Das habe ich mir das jetzt auch gedacht. Tanköffnung? Wow. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Was war das denn? Schreiende Stelle. Maschine. Der Tank ist voller Honig. Okay, eine Maschine. Die Maschine zielt auf das komische Vieh am Waldrand. Kann ich sie benutzen? Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Oh. Kann ich ihn anschießen? Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Och, leck mich doch. Schön einfach wär's gewesen. Auspuff. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Okay. Eine schreiende Stelle, was war denn hier los? Oh. Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Kann ich es nehmen? Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Okay, wir sprechen mal mit den komischen Typen. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt?
Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Oh, ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Ich glaube, der da drüben braucht mal eine Gedachtel. Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der, da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Oh, Simon! Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ja. Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Der alte Mann? Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Wer zur Hölle ist Simon? Der hier? Nochmal Pandur? Der verrückte Alte hat meinen Begleiter gekidnappt. Wenn wir zusammen losziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber, ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Wollmäuse werden vollkommen unterschätzt. Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Geil. Kollege? Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja. Sein Name war Simon. Ist. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Alter, kann ich den haben? Ist der Typ, der Sie müssten nervig. Ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Oh, das können wir ganz schnell machen. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt. Also, nein. Wir werden ihn schon irgendwie nehmen, keine Angst. Was genau sind denn Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Ich verstehe nur Bahnhof, Mann. Diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta, Erika. Ja. Ja, ich verstehe, glaube ich, genauso viel wie Laura. Maschine. Eure hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Außerdem hat unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Und ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Okay, ist das noch offen? Ja. Wie funktioniert denn eure Maschine? Das ist sehr kompliziert. Ein wenig zu kompliziert für eine Putzfrau. Ich bin keine Putzfrau. Also, die Maschine versendet in strategisch festgelegte Richtungen kleine analoge Vehikel aus Papier, die sie selbst herzustellen in der Lage ist. Also sie wirft Papierflieger. Richtig. Meine Güte, haben Sie mal überlegt, sich beruflich neu zu orientieren? Och, und aus den Papierfliegern könnt ihr dann die Windströme bestimmen. Ganz genau. Aber wir haben bisher leider noch nicht alle Routen erkannt, bevor die Maschine den Geist aufgegeben hat. Du meinst, bevor der schlafende Typ Honig in den Tank geschüttet hat? Schon wieder richtig. Was für ein Treibstoff braucht die Maschine denn? Sie funktioniert mit einer Mischung basierend auf einer liquiden, stoffarmen Flüssigkeit in Verbindung mit festem, grobkörnigem Material. Also Schlamm? Nun ja, man mischt Moorwasser und Sand
und dann hat man Schlamm. Aber das Mischverhältnis ist hochkompliziert. Halb, halb? Mist. Ist es jetzt ausgekraut? Ich denke mal schon, oder? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach, naja, neuen Schlamm nachzutanken? Wir sind doch nicht verrückt. Ach nein. Nein. Beim einzigen Moor in diesem Wald sitzt ein Schroff. Und davor müssten wir noch bei diesem verrückten Windmönch vorbei. Also ich laufe schon die ganze Zeit hier herum. Und da ist Ihnen noch nichts passiert? Nein. Ich passiere anderen. Ja. Okay, der war gut. Oh, Maschine. Man muss also nur Sand mit Moorwasser mischen, damit das Ding wieder läuft? Das klingt so simpel. Ja, so als würden wir hier nur unnötig rumsitzen. Wir könnten Honig reintun. Okay, wir bräuchten Sand und dann könnten wir hinten, da wo das Moor war, hinter diesem Schroff, könnten wir das dann da reintunken. Ihr zeichnet also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Ärologen. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Honig. Schade. Wie lange zeichnet ihr schon an der Karte? Nun ja, wie lange? Ein Jahr? 2 Jahre? 10 Jahre? Seit letztem Dienstag. Ach, keine Ahnung. Ich kann zwar Windströme auf den Millimeter genau bezeichnen, aber ich weiß nie, wie spät es ist. Bezaubernd. Toll. Und nochmal, Schata? Dieser Ort auf der Karte. Wenn sie doch nur vollständig wäre. Dieser Ort könnte alles sein. Es könnte ein neuer Windbrunnen sein. Es könnte eine Stadt sein. Es könnte eine Einkerbung im Universum sein. Es könnte der Ort sein, an dem mein Vater ist. So, jetzt haben wir alles. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Okay. Mit ihnen will ich... Boah, das Vieh erschreckt mich immer wieder. So, 18 Minuten oder 17 Minuten. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.